Die Spezialambulanz des Exzellenzclusters Entzündungsforschung. Hierher kommen Patienten mit chronischen Entzündungen, ob an der Haut, den Gelenken oder im Verdauungstrakt. Tanja Wolfsen leidet an Morbus Crohn. Unaufhörlich ist ihr Darm entzündet, seit sie 9 war. Mein Bauch war unabgenommen und das war eigentlich die Hölle, was ich da schon erlebt habe, auch als Kind und die ganzen Untersuchungen. Also das wünsche ich keinen. Plötzlich, ohne Vorwarnung, brach die Krankheit aus und blieb, trotz vieler Operationen. Haben Sie im Moment Schmerzen am Bauch? Gar nichts. Ich klopfe erst mal einmal. Ne? Vor 3 Stunden. Die Ärzte entfernten 2 Meter Darm, es half nichts. Die 37-Jährige braucht ständig starke Medikamente gegen die schmerzenden Brände im Darm. Und so entsteht die chronische Entzündung. Die Darmschleimhaut, Schutzschild gegen Bakterien, wird porös. Erreger dringen durch die Darmwand ein. Das Immunsystem reagiert mit Entzündung. Normalerweise bis die Bakterien beseitigt sind. Hier jedoch wird die Entzündung chronisch, zerstört gesundes Gewebe. Das geschieht nicht nur im Darm, sondern am ganzen Körper, bei immer mehr Menschen. Eine Herausforderung für Forschung und Medizin. Wir alle kennen die medizinische Wichtigkeit von chronischen Entzündungskrankheiten, die Barriereorgane angreifen, wie die Haut oder die Schleimhaut. Intakte Barrieren sind jedoch eines der wesentlichen Geheimnisse des Lebens. Das Cluster hat darum verschiedene Wissenschaftler zusammengebracht, aus der Medizin, aus den Grundlagenwissenschaften, die sich dafür interessieren, wie Krankheiten entstehen, die Mechanismen befragen, aber auch gleichzeitig dazu forschen, warum normale Barrieren funktionieren und wie diese Funktionen durch die Evolution entstanden sind. Noch kennt niemand die Ursachen für chronische Entzündungen. Sie könnten in den Genen liegen. Die Clusterforscher isolieren die Erbsubstanz, die DNA, aus dem Blut und suchen darin nach Auffälligkeiten. Sie haben bereits Risikogene für Morbus Crohn und andere Entzündungskrankheiten identifiziert. Mit einer aufwendigen Technik rastern sie das gesamte menschliche Erbgut, das Genom. Die genetischen Analysen ermöglichen uns ganz neue Blickwinkel auf das Konzept, auf die Mechanismen chronischer Entzündungserkrankung. Wir beobachten beispielsweise zunehmend das Phänomen, dass Erkrankungen, die vom klinischen Bild her sehr unterschiedlich sich darstellen, gemeinsame genetische Ursachen haben. Deshalb erforschen wir das menschliche Erbgut auch zunehmend auf solche gemeinsamen Risikogene für die unterschiedlichen chronischen Erkrankungen. In den Zellen, den kleinsten Bausteinen des Körpers, suchen die Forscher weiter nach den Mechanismen der Entzündung. Zellen steuern die menschliche Immunabwehr. Die Wissenschaftler pflanzen Risikogene in die Zelle ein und beobachten, wie diese Gene die Abwehrkräfte beeinflussen und wie sich die manipulierte Zelle gegen Bakterien behauptet. Wir benutzen Zellen als einfache Modellsysteme, um das komplexe Miteinander von Entzündungsgenen zu verstehen. Durch das Anschalten und Ausschalten von Entzündungsgenen wird es uns dann gelingen, die Signalwege zu verstehen und daraus neue Therapien abzuleiten. Ein weiterer Forschungsansatz, das Immunsystem von wirbellosen Wassertieren. Die Muscheln aus der Ostsee sind 100-fach besser als der Mensch gegen Keime und Bakterien geschützt. Die Clusterforscher untersuchen an diesen Tieren, wie auch an Korallen, die Mechanismen der Immunabwehr. Viele einfache Meeresbewohner leben seit Millionen von Jahren in einer unwirtlichen Umgebung voller Bakterien, Viren, Pilze und sind bestens an dieses Leben angepasst. Sie haben ein hocheffizientes, angeborenes Immunsystem und wir im Exzellenzcluster Entzündung versuchen, Komponenten dieses Immunsystems kennenzulernen und dann auszunutzen, um die Abwehr des Menschen zu stärken. Und das mit Erfolg. Clusterforscher haben einen Wirkstoff erfunden. Er stoppt die Auslöser von Entzündungen, zielgenau. Ein Partner aus der Industrie unterstützt die Weiterentwicklung. Ziel ist ein Medikament ohne die schweren Nebenwirkungen, unter denen die Patienten heute leiden. Doch der Cluster das will Ziel mehr. Das Ziel der Medizin an dem Cluster ist es, endlich zu neuen, effizienten und dann der Ursache der Krankheiten angreifenden Therapien zu kommen. Damit die Krankheiten nicht nur lindern zu können, sondern endlich heilen zu können. Der Cluster trägt dazu bei, durch bessere Grundlagenforschung, durch die Ausbildung neuer junger Forscher, die das dann exzellent nach draußen tragen und verbreitern, und durch die sehr frühe Übertragung von experimentellen Ergebnissen aus dem Labor in den Menschen hinein. Einmal von hier und dann
Patienten wie Tanja Wolfsen setzen große Hoffnungen in die Arbeit des Clusters. Ich hoffe, dass es irgendwann mal ein Medikament gibt, dass man wirklich ein Leben leben kann, dass es lebenswert ist. Noch ist es nicht so weit. Aber schon heute profitieren die Patienten von den Ergebnissen der Grundlagenforschung. In Deutschlands erster Entzündungsklinik.